Dann haben wir zwei gelbe Anlagen für diese Schaltkreise, damit wir ein bisschen den Überschuss haben von den normalen Speed-Modulen. Und genau, die Speed-Module hier, die können wir ja dann auch benutzen am Ende. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Factorio in der Version 1.0. Meine lieben Freunde, ich möchte euer Äugleinmerk rechts oben aufmerksamkeitstechnisch verschieben, denn wir haben schon 24% von der Atombombe erforscht. Der Wahnsinn. Ich möchte Atombomben erforschen und ich habe lustigerweise kleine Nebenanekdote zu dem Thema für alle, die das jetzt auf YouTube schauen. Man darf auf Twitch scheinbar nicht das Wort Bombe in den Titel schreiben, weil ich hatte nämlich versucht, hier diesen Livestream, den ich hier gerade mache, mit dem Titel Der Weg zur Atombombe zu betiteln. Es hat nicht funktioniert. Anscheinend kann man das Wort, entweder ist es das Wort Atombombe oder nur das Wort Bombe, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall konnte ich meinen Titel nicht ändern. Und ich musste es umbenennen in Der Weg zum Atomsilo, tatsächlich. Also, wir sind gerade auf dem Weg zum Atomsprenggerät. Nennen wir es mal so. Und genau, das machen wir gerade. Wenn ihr das feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr gar nicht wisst, was ein Atomsprenggerät ist und was wir hier eigentlich für ein Spiel am Start haben, rechts oben ist die Playlist verlinkt. Da wird euch alles erklärt, wenn ihr da mal reinschaut. So, mir wurde jetzt gerade schon sehr richtig gesagt. Wir sind ja gerade auch dabei, parallel noch die Fabrik zu verbessern. Mir wurde richtig gesagt, ich habe einen Mangel an roten Schaltkreisen und ich habe zu diesem Zweck mal neun Montagemaschinen Stufe 3 gebaut. Denn wir werden jetzt hier einfach mal diese Montagemaschinen durch die gelben ersetzen. Dann steigern wir nämlich den Output exorbitant. Genau. Und jetzt wurde noch gesagt, meine Drahtproduktion sei zu schwach. Da muss ich jetzt noch mal gucken hier. Ist das so, dass die zu schwach ist? Ist es nicht vielleicht eher sogar die Platinenproduktion, die nicht hinterherkommt, so richtig? Bin mir jetzt nicht sicher. Oder beziehungsweise... Ja, nee, genau. Es ist nicht das, es ist das Band, aber es ist die Tatsache, dass wir blaue Bänder brauchen jetzt, weil jetzt die Menge, die geliefert werden muss, die Menge der Bandkapazität überschreitet. Das ist wie bei Saatis, wenn man dann statt MK3 MK4 braucht, um eine Fabrik zu versorgen. Ich habe aber schon in weiser Voraussicht dafür gesorgt, dass ich die Express-Fließbänder jetzt produziert und geliefert kriege und außerdem auch hier die unterirdischen Express-Fließbänder Stufe 3. Das heißt, ich kann jetzt immerhin schon die Bänder und die Tunnel schneller machen. Und ich glaube, das sollten wir tun. Hier zum Beispiel lohnt es sich schon langsam, das Ganze mal etwas zu beschleunigen, weil hier wird schon ganz schön viel Draht produziert auch. Und teilweise die eine Seite da, die kann das schon gar nicht mehr richtig abführen. Da staut sich das schon ganz schön. Da staust du was. Und deswegen ersetzt man das jetzt hier mal so langsam. Und lassen das mal hier so zu den Anlagen mit der hohen Geschwindigkeit halt fördern. Und dann können wir hier auch die Tunnel dann ersetzen, damit die auch schneller werden. So. Und den hier auch. So. Genau. Und da wird ja auch noch Draht runtergeliefert tatsächlich. Also zum Zug. Das müssen wir ja auch berücksichtigen hier. Das wird ja hier eingelagert. Nee, Moment, Quatsch. Nee. Da erzähle ich jetzt Schluss. Das ist ja ein Tunnel da an der Stelle. Das ist ja gar keine Kiste. Hier genau. So müssen wir das machen. Und so müssen wir das machen. Jetzt habe ich keine Tunnel mehr. Die werden aber produziert. Warte mal. Die kann ich mir theoretisch schon anfordern. Warte. Ich fordere mal jetzt keine roten Tunnel mehr an. Das mache ich mal weg. Ich fordere jetzt einfach mal nur noch die blauen an. Weil am Ende des Tages brauchen wir ja eigentlich nur noch die. Ist aber gelb, warte mal. Gelb heißt eigentlich, dass die Produktion stillsteht. Da müssen wir jetzt mal kurz das überprüfen. Genau, ihr seht, ich habe auch die Zahnradproduktion nochmal ausgebaut hier. Hier genau, hier oben. Hier. Hier ist unsere Produktion für die geilen Tunnel und da werde ich auch schon vollgestopft. Das ist natürlich nice. Zwei Stacks haben wir am Start. Also blaue Bänder und blaue Tunnel gehen jetzt schon. Was noch nicht geht, sind die Splitter. Das müssen wir eigentlich mal machen. Aber mir wurde jetzt ja schon gesagt, ich soll erstmal die ganzen Lücken stopfen, die hier so entstehen teilweise. Also ihr seht, meine lieben Freunde, wir sind jetzt schon auch auf der Logistikstufe auf der nächsten. Das ist natürlich super. Und dann wurde mir auch richtig gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Outputs fusionieren möchte,
Dann soll ich auf jeden Fall eher die Splitter benutzen, weil mit den Splittern kann ich effizienter fusionieren. Das wollen wir hier aber jetzt nicht machen, weil hier an der Stelle wollen wir ja dafür sorgen, dass der Draht zum Beispiel nur auf der Seite liegt und nicht auf der anderen. Aber hier müsste eigentlich auch noch Draht reinkommen, glaube ich. An der Stelle hier. Hatte der Zug hier nicht Draht geliefert? Muss ich mal gucken jetzt. Ich glaube ja, von oben kam auch Draht. Platinen und Draht müssten hier eigentlich reinkommen. Genau, das hier ist ja nur unsere Notfallversorgung mit Platinen gewesen, die von oben kam. Die Hauptversorgung kommt ja eigentlich über den Zug zustande. Dann ist jetzt aber die Frage, kriegt der die Anlage da oben noch genug Kupfer dann, um das zu machen? Weil dann kommt ja von unten gar nichts mehr an, also von der Station kommt ja dann gar nichts mehr an Versorgung. Hier die Platten, das Plattenband haben wir auch beschleunigt, damit das schneller durchläuft. Hier, wir haben doch hier einen Abzweiger, genau. Hier geht doch Kupfer nach oben. Rohkupfer. Jetzt muss ich da mal auch auf den Grund gehen der Sache. Beziehungsweise ich muss mal schauen, was der Zug da eigentlich... Ah, warte mal, das ist der Zug, genau, das ist der Platinenzug. Muss ja nicht hochlaufen, ich kann ja auch gucken, was der Zug liefert. Theoretisch. Theoretisch und praktisch kann ich das ja machen. Muss ich jetzt mal machen. Ist er schon da? Ist er schon da? Ist er schon da? Ja, da liefert er, genau. Nee, Moment, das ist ja die Fabrik. Da liefert er, genau. Guck mal da. Da. Genau. Hier auf der Seite sollen eigentlich Kupferdraht kommen vom Zug und Platinen auch. Also das heißt, die Platinen, die vom Zug kommen, die laufen schon teilweise leer. Weil da offensichtlich nicht genug reinkommt. Vom Zug. Also müssten wir eigentlich die andere Platinenproduktion, die wir haben, die wir oben haben, die müssten wir auch nochmal steigern. Genauso wie die Drahtproduktion auch. Dann müsste es wieder passen, weil sonst läuft das nämlich leer und das heißt, wir kriegen einen Produktionsengpass langfristig. Lasst uns das mal einfach machen jetzt. Oder, warte mal ganz kurz. Ich will nochmal gucken, ob wir das hier vielleicht auch noch steigern können hier. Ne, warte mal, wir steigern erstmal das. Wir steigern erstmal das. Ich nehme mir jetzt hier noch. Wir haben ja zum Glück auch schon die Tempomodule, sind wir ja auch schon am produzieren. Die grabbe ich mir jetzt hier mal weg. Genau, und dann machen wir mal hier noch drei von den Dingern. Weil dann kann ich nämlich hier auch nochmal die Dinger ersetzen. Genau, aber spätestens hier muss ich jetzt eigentlich auch den... Die Belieferung mit dem Draht muss ich hier eigentlich auch nochmal deutlich steigern jetzt. Aber wir sehen schon, da sind eh Lücken auf dem Band. Also die Produktion müsste man eigentlich auch nochmal hier etwas steigern noch. Und das würde ich sagen, machen wir doch mal. An der Stelle, wo beide sich irgendwie füllen, beide Bänder. Und dann hier vielleicht noch eine. Ein Output steigern. Okay, also der Anteil des Atomstroms im Mix ist schon ein bisschen gestiegen. Der war vorher, glaube ich, niedriger. Das liegt halt daran, dass wir mehr brauchen, auch nachts, um das Niveau zu halten. Und ein bisschen was vom... Vom Kohlestrom ist wieder am Start. Guckt mal. Der muss anscheinend schon anspringen, weil die Füllmenge der Akkus nachts wahrscheinlich unter den Nennwert fällt. Also unter den Wert, den wir angegeben haben, um das zu aktivieren. Das sind dann, ja, 50%. Das heißt, wir müssten mal wieder eine Akkubank bauen eigentlich, damit wieder ein bisschen mehr Strom gepuffert wird. Nicht, dass wir hier irgendwann ohne Defense dastehen. Das wäre natürlich nicht so geil. Weil ja auch natürlich die gelben Anlagen, die wir jetzt hier überall verteilen und auch die Übertaktungen, die wir teilweise gemacht haben und auch die erhöhte Anzahl der Lichtbögenöfen dafür sorgt, dass wir mehr Strom verbrauchen. Das ist richtig, das müssen wir mal schnell machen. 176 Megawatt, nicht schlecht, nicht schlecht. Ist das Ironie oder ist das ernst gemeint? Auf jeden Fall, ich bin zufrieden eigentlich mit der Menge. Ich baue jetzt hier noch Akkubanken. Wir haben ja den tollen Blueprint gemacht hier mit den vielen Akkus. Das ist ernst gemeint. Okay, das freut mich. Dann bauen wir hier jetzt noch die Akkus. So, zwei Stück machen wir mal. Das machen ja meine Logistikbots. Die Akkus sind ja im Netzwerk drin. Das heißt, ich muss da jetzt gar nichts machen. Ich kann das einfach ignorieren. Ich mach mal noch mehr von den gelben... Okay, ich glaube, das muss ich noch mal produzieren lassen. Komm, wir stellen da mal noch eine Anlage daneben von denen. Und geben denen mal hier noch den Blueprint. Ach nee, ich check's gerade, da kommen nicht genug... Ah, verstehe. Ja, ich hab's verstanden. Die roten Schaltkreise sind hier das Problem wieder.
Und die kommen nicht in ausreichender Menge, weil wir hier nicht genug Draht kriegen. Ah, langsam, langsam tickern die Räder im Gehirn an. Ja, langsam tickt's bei mir. Langsam tickt's. Hier, wir müssen mal mehr Draht dahin packen, da. An die Stelle. Da kommt, genau, da kommt nämlich nur immer dann genug durch, wenn der Zug nämlich geliefert hat. Das ist es nämlich. Deswegen kriegen wir hier diesen Engpass. Okay, warte, warte, warte. Aber wie machen wir das jetzt? Jetzt müssen wir das clever machen. Also am sinnvollsten, würde ich sagen, ist es, wenn wir das nochmal absplittern da. Hier, wenn wir es hier nochmal teilen, das Band. Und dann einen Teil davon nochmal mit hier unten draufpacken. Aber da wird schon vorher so viel weggegrabt, dass hier nicht mehr genug ankommt. Das liegt daran, dass hier das Band... Ah, ich verstehe, wo das Problem ist. Das Band hier... Moment, wir können das beheben. Das Band muss blau sein, wo die Platinen drauf liegen. Und der Tunnel da, der da dran hängt auch. Das muss alles blau werden, wie die Schlümpfe. Wir müssen Schlumpftunnel machen jetzt. Dann läuft das. Jetzt kriegen nämlich wieder alle an. Na, guck mal, jetzt läuft das richtig. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt ist ja der Zuganteil, der ist jetzt weg. Jetzt kommt nur noch der Anteil von dem Backup-Band, was wir hier gelegt haben. Wo wir unseren Überschuss von der Drahtproduktion da oben rauflaufen lassen. Wenn das jetzt ausreicht, um die roten Platinen in ausreichender Zahl zu produzieren, dann haben wir alles richtig gemacht eigentlich. Aber es sieht soweit erstmal gut aus. Die Anlagen hier, die gelben Vereine, die sind ja auch noch übertaktet, das darf man ja nicht vergessen. Die laufen jetzt eigentlich durch. Aber nach meinem Gefühl reicht es immer noch nicht. Das heißt, wir brauchen wieder mehr gelbe Anlagen noch. Wir müssen es weiter steigern noch. Und die Platinen müssen wir eigentlich auch weiter steigern. Jetzt sind hier aber wieder rote Dinger am Start. Guck mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen jetzt, würde ich sagen. Hier, wir machen jetzt die eine gelbe Anlage, die wir jetzt hier noch haben. Ich habe ja gerade eine gemacht. Ne, Moment, die muss er jetzt wieder manuell machen. Scheiße. Egal. Egal, wir fangen hier damit schon mal an. Damit lassen wir das schon mal produzieren, dann läuft das hier ein bisschen schneller. Und das können wir ja gleich ersetzen, wenn hier jetzt die Anlage fertig ist. Dann haben wir zwei gelbe Anlagen für diese Schaltkreise, damit wir ein bisschen den Überschuss haben von den normalen Speed-Modulen. Und genau, die Speed-Module hier, die können wir ja dann auch benutzen am Ende, um die Anlagen ein bisschen noch zu übertakten. Wo packen die das eigentlich rauf? Auf welche Seite? Die packen das schon so auf die gegenüberliegende Seite drauf, ne? Guck mal, wir können auch das Band hier, wenn wir das blau machen, glaube ich. Ich glaube, wenn wir das blau machen, müsste sich das noch ein bisschen positiver auswirken. Genau. Das Einzige, was da jetzt limitiert, ist halt der rote Splitter. Aber wir haben jetzt schon 33% bei der Atombombe. Ja, ich will auf die Atombombe nochmal hinweisen. Das finde ich ist echt Bombe hier. Und jetzt sind schon wieder nicht genug rote Schaltkreise am Start. Wir müssen mehr Draht produzieren und mehr verteilen von dem Draht. Hier haben wir ja noch Platten, warte mal. Wir können doch jetzt einfach mal sagen, hier, damit wir das das Drahtproblem lösen. Machen wir jetzt folgendes. Hier, so machen wir das jetzt. So machen wir das jetzt. Da eine hin, 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 da eine hin und da eine hin, genau. Und jetzt gibt mir hier Draht als Blueprint. Irgendwie konnte man den Blueprint kopieren. Ich hab's aber schon wieder vergessen, wie das geht. Nein, kack die Wand an. Falsch gedrückt. Irgendwie konnte man den kopieren auf die andere Maschine, habe ich schon wieder vergessen. Egal. Wir haben Zeit. Das läuft ja alles weiter im Hintergrund. Auch die Forschung. Und damit haben wir Draht. So. Und den können wir jetzt ja eigentlich auf die andere Seite von dem Band hier mitpacken. Da müssten wir ja die Dichte, die Drahtdichte eigentlich deutlich erhöhen. Und der Überschuss wird ja nur gebraucht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn der Zug nicht liefert. Genau, guck mal, jetzt ist nämlich die Seite auch voll. Und es wird auch schnell genug abgeführt. Kann man so machen, würde ich sagen. So als schnelle Lösung ist das legitim, würde ich sagen. Jetzt sind nämlich beide Seiten so richtig schön voll von dem Band. Und jetzt ist die Frage, reicht das aus, um alle Anlagen, die hier unten sind, jetzt zu versorgen? Wie lange ist denn hier noch Zeug in den Kisten? Warte. Hä? Nee, ich wollte die Kiste anklicken. Ja, guck mal, da ist eigentlich genug drin. Wir könnten, glaube ich, hier auch... Das ist ja dieser Stackarm. Wenn ich den jetzt hier hinpacke, genau, guck mal, dann wird nämlich die Kiste schneller ausgeladen.
Weil der Stackarm, der nimmt ja immer gleich 10 Einheiten irgendwie statt einer. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das sollten wir mal machen, wa? Guck mal, dann wird das nämlich noch schneller ausgeleert hier an der Stelle. Und auch hier können wir mal noch einen Stackarm machen. Grüne Arme bei den Stationen, bei den Bahnstationen zum Entladen. Ist nicht meine schlechteste Idee an der Stelle. Das sind halt jetzt so die Kleinigkeiten, ne? Und das findet man nur raus, wenn man auch mal ein bisschen Zeit in seiner Fabrik verbringt und auch mal ein bisschen so rumschaut, wie, was denn jetzt da eigentlich so passiert und wo vielleicht was leer läuft und wo vielleicht ein Engpass ist und wo vielleicht jetzt da was passiert und dort was passiert oder wo vielleicht auch gar nichts passiert, wo vielleicht aber auch zu viel passiert. Da muss man da, wo zu viel passiert, vielleicht ein bisschen was wegnehmen und dann dahin packen, wo zu wenig passiert oder gar nichts. Und dann kann man das, was passiert, ausgleichen. Dann passiert nämlich überall was, nämlich das Gleiche. Und das ist ganz wichtig. Und da müssen wir hinkommen, dass überall das Gleiche passiert. So. Haben wir geschafft. Ich bin begeistert. Vielleicht noch ein paar mehr grüne Schaltkreise wären vielleicht noch ganz geil. Da sind wir ja hier oben ganz gut am Produzieren. Guck mal, wir können ja theoretisch auch sagen... Okay, wir kriegen hier nicht genug Kupferplatten. Das reicht jetzt hier nicht mehr aus, richtig. Weil jetzt kommt wieder nicht genug an bei denen hier. Das heißt, wir müssen hier doch noch mehr Kupferplatten raushauen hier oben. Das können wir aber noch steigern. Guck mal, wir haben ja hier noch Potenzial. Eigentlich. Zumindest sagen wir es mal so. Wir müssten eigentlich die Seite hier noch ein bisschen... Und wir müssten hier dieses Nadelöhr, das müssen wir eigentlich mal aufdröseln. Aber wir können auch sagen... Warte mal, wir können doch sagen, mach das mal weg. So, wir machen jetzt hier mal Optimierung, ja? Vollkommene Durchoptimierung kommt jetzt, meine lieben Freunde. Das ist nämlich besser, als wenn das nämlich von dem Splitter, der nur rot ist und nicht blau, ausgebremst wird die ganze Zeit. Denn jetzt kommt nämlich da die volle Geschwindigkeit von dem Band zu tragen. Und dann machen wir die Platten hier, die machen wir nicht jetzt da mit drauf, sondern die machen wir weiter nach unten. Pass mal auf. Jetzt wird das hier richtig geil. Jetzt nutzen wir hier die volle Effizienz des effizienten Systems. Die volle Systemrelevanz kommt jetzt hier zum Tragen, meine lieben Freunde. Genau, guck mal, wenn wir jetzt hier nämlich einfach damit nach unten gehen, nehmen Sie es nach unten und dann sagen, pack das mal dahin, dann dahin und jetzt fusionieren wir das hier auf die Seite. Guck mal, jetzt haben wir nämlich hier gleich den Output gestellt. Jetzt geht nämlich die gesamte Line, die geht jetzt nämlich da rein. Hier, wenn jetzt hier vollgelaufen ist, hier hinten, ja, dann können wir sagen, splitter doch das einfach ab. Hier, so. Ja, pass mal auf jetzt. Genau. Und dann zieh einfach das Band hier in eine Tunnel. Haha! Und da haben wir den Überschuss nämlich jetzt abgeführt. Nämlich nur das, was auf der anderen Seite bei der erweiterten Drahtproduktion überflüssig ist, geht jetzt nämlich hier raus. Dann bleibt das nämlich nicht ungenutzt auf der Seite. Und dann kann nämlich immer schön was nachrutschen. Clever, hä? Und dann läuft nämlich da die Produktion weiter, weil sonst steht nämlich unsere Forschung still, weil sonst nämlich keine gelbe Forschung mehr produziert wird, wenn diese Anlagen hier nämlich stillstehen würden. Mit dem Leichtbauteil, weil die Leichtbauteile werden für die Forschung, für die gelbe gebraucht. Genau, es ist so toll. Du kannst doch schon blaue Bänder bauen. Hier an der Stelle? Ja. Könnte ich auch. Aber ich kann ja auch einfach hier den Überschuss absplittern, theoretisch. Aber ja, das stimmt. Hier könnten wir auch blaue Bänder machen, eigentlich. Und hier könnten wir vor allem auch noch ein Band auf die andere... also eine Anlage auf die andere Seite stellen, ja. Müsste nur noch den Kupfer hier einfach nochmal absplitten. Das geht ja auch. Warte, so... Ach so, da ist natürlich jetzt das Kohleband im Weg. Nee, warte mal, mach's mal nicht so. Warte, komm gleich hier. Komm gleich. So kannst du es machen, genau. Und dann machst du hier einen Tunnel. Geil. Bäm. Und dann ziehst du das einfach runter. Und dann macht man da einfach wieder Lichtbögenöfen. Kann ja noch welche machen, oder? Ja, auch 5 Stück, siehst du? Das ist wahnsinnig effektiv vom Platz her, von der Platznutzung, was ich hier mache, ne? Ist schon ein bisschen geil, wenn man das so sieht. Ich wette, euch geht allen gerade der Schuh auf, wenn ihr das seht. Gerade die Hardcore-Fans. Aber, meine lieben Freunde, man muss auch mal das so machen, wie man es macht.
Ihr habt das zuerst gehört. Ah, da fehlt noch Energie. Das ist ja mal ein Ding. Guck mal, jetzt kann ich das hier nämlich auch nochmal kopieren. Einfügen. Und dann sage ich, mach mir doch nochmal Lichtbögenöfen. Ah, Ziegelsteine, genau. Ah, warte, ich weiß, wie ich Lichtbögenöfen bekomme. Die werden schon produziert hier irgendwo. Genau, bei der lila Forschung werden die schon produziert. Ich muss die einfach nur in eine Anforderungskiste packen. Da sind bestimmt schon welche überflüssig. Da sind bestimmt schon welche aufgestaut. Dann kriege ich die nämlich zugeliefert. Dann muss ich die nicht immer selber herstellen. So schlau, hä? Muss ich erstmal hinkommen jetzt. Ist ein bisschen weiter weg. Wann gibt es eigentlich mal Teleporter in der Forschung, mit denen ich mich von A nach B teleportieren kann? Das wäre mal irgendwie geil. Da muss ich nicht immer irgendwelche Fahrzeuge am Start haben und immer hier irgendwie drauf achten, dass ich, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier, guck mal, die violette Forschung ist ja vollgelaufen. Das heißt, da müsste eigentlich hinten jetzt, da müsste eigentlich jetzt ganz viel am Start sein. Ich habe bald ein Schleudertrauma vor lauter Kopfschütteln, Kappa. Ist doch geil. Und das Geile ist, trotz des ganzen Kopfschüttelns und Schuh aufgehen und im Kreis rotieren, trotzdem komme ich hier eigentlich ganz gut voran für einen Nab. Für einen Elenden. Oh, guck mal hier. Die Kovarex-Anreicherung hat, glaube ich, schon ein bisschen was gemacht jetzt. Das ist ja mal genial. Das ist ja der Wahnsinn. Die ist schon einmal durchgelaufen, glaube ich. Ah, guck mal hier, Lichtbögenöfen, oder? Nee. Nein, scheiße, da sind keine fertig. Warum? Weil sie nicht rausgeholt werden. Ah doch, hier sind sie doch. Ich bin blind. Ich bin so blind. Guckt. Da sind sie. Jetzt machen wir hier. Pass auf, jetzt machen wir hier. Jetzt machen wir mal hier. Jetzt machen wir. Mit einem Filterarm. Ja. Da ist wo. Oh nee, warte. Hier hinten. Den Überschuss machen wir. Den Überschuss saugen wir uns runter. In eine passive Anbieterkiste. Die ist sogar noch im Dings drin. Ich werde ja völlig eskalationsbedürftig. Hier. Da, bam, guck. Und dann begrenzen wir die einfach mal wieder auf 2. Und dann lasse ich mir nämlich es nicht nehmen. Lichtbögenöfen, was? Anfrage für diesen Gegenstand existiert. Ah ja, stimmt. Nee, Moment, da will ich aber nicht 100 haben. 50 reichen völlig aus. Ein Stack. Ein Stack ist da völlig ausreichend. Oh, das war spannend. Okay, kommt nicht genug Rohurin. Ich muss mehr Rohurin hier rein fördern lassen. Genau. Jetzt ist ja das ganze Uranfeld schon voll mit Förderern. Fällt mir mal so auf. Hier könnte man noch einen... Warte mal. Wenn wir hier jetzt noch einen Tunnel machen, können wir hier noch eine Förderanlage hinstellen. Genau. Nice. Was? Oh, die wollten mir gerade Lichtbögenöfen zustecken. Habe ich wohl erfolgreich verhindert gerade. Habe ich erfolgreich verhütet, dass sie mir was reinstecken. Nicht schlecht. Okay, das hat nicht genug Zeug. Ah, guck mal hier, 33, ja. Ich sag ja, da ist schon was durchgelaufen. Wenn da 33 drin sind, dann ist da bestimmt schon mal was passiert am Ende des Tages. Neues. Oh, was ist denn hier? Wir kriegen irgendwo Schaden. Das ist beim Zug, das ist beim Zug, das ist beim Zug. Die Schweine greifen die Gleise an. Die hässlichen Kackvögel. Okay, wir müssen Notfallmaßnahmen einleiten. Atombomben starten. Achso, es geht ja noch nicht. Die sind ja noch nicht erforscht. Schön auf die Gleise die Atombomben werfen. Das ist bestimmt gut für die Gleise. Ich muss auch aufpassen, dass ich mich dann nicht selber in die Luft jage, wenn ich die Atombombe habe. Da kommen wir ja gar nicht weiter mit den ganzen schlechten Wortwitzen und Anspielungen, die in dem Spiel keine Anspielung per se mehr sind. Ja, reinstecken ist auch ganz wichtig so. Das kann man auch falsch verstehen. Das ist eine von den Sachen, die man falsch verstehen kann. Wo war jetzt der Angriff? Jetzt habe ich es nicht gecheckt. Das war hier. Nee. Hä, wo war das jetzt? Sei jetzt nicht mitgeschnitten, ehrlich gesagt. War hier oben irgendwo, oder? Oder war das hier? Nee, hier war das. Da ist auch ganz schön viel Umweltverschmutzung.
Da drüben ist doch das Gleis. Ah ja, ich sehe schon. Soll ich mal dem Zug vielleicht einfach so einen Artilleriewagen genehmigen? Das wäre doch mal eine geile Idee eigentlich. Den lassen wir einfach hin und her fahren. So ein Artilleriezug, der dann die Käfer platt macht. Oh. Das kenne ich noch nicht. Diesen da. Diesen langen mit den vielen Beinen, glaube ich. Oder? Oder ist das einfach nur... Hat er sich noch nie bei mir auf den Rücken gelegt? Ich muss mal gerade zu dem Bugnest rüber gucken. Sind da neue dabei? Seid ihr neu? Ah! Da! Ah! Lasern! Oh Gott. Laser zieh! Ja, mein Laser ist echt geil, muss ich mal sagen. Guck mal, ich kann einfach stehen bleiben. Fast. Und sie kommen nicht an mich ran. Fast nicht. Wenn es jetzt nicht gerade 100 sind, die auf mich zukommen. Jo, okay. Also die haben hier ordentlich Spaß. Wenn ich das mal sagen darf. Aber sie haben die Schienen nicht beschädigen können. Die Schienen sind immer noch intakt. Die Strecke ist nicht unterbrochen. Also müssen wir jetzt da erstmal nicht Stress machen. Ich könnte natürlich auch einfach, wenn ich das jetzt hier so sehe, die Defense einfach von hier nach da verlagern. Also einfach hier den Streifen nach oben ziehen. Und dann einfach da abschneiden das Ganze. Dann hätten wir das ganze große Gebiet da am Start. Das wäre etwas, das man machen könnte. Hier so ähnlich wie hier unten. Da haben wir es ja genauso gemacht. Dann haben wir hier erstmal nämlich dann Ruhe. In den Zonen, in den Inneren. Und auch das Gleiche können wir auch hier machen eigentlich. Dass wir das dann hier runterziehen und dann hier hin. So, dass wir quasi ein großes Quadrat bilden. Und Artillerie bauen, genau. Das kommt auch noch dazu. Gibt viele Dinge, die man hier noch machen kann. Kommt eigentlich noch genug Kupfererz da oben bei der Kupferverarbeitung an? Jetzt, wo das hier... Das läuft jetzt ja hier durch. Das staut sich ja schon nicht mehr. Ah, guck mal, das ist ein Stromfehler hier. Den müssen wir mal beheben. Also Kupfererz scheint immer noch genug am Start zu sein. Die Plattenproduktion sieht auch soweit erstmal gut aus. Und Draht läuft scheinbar jetzt auch ausreichend durch. Hier wird auch schön durchproduziert jetzt. Grüne Platinen sind anscheinend auch wieder genug am Start. Auch mit der Ergänzung jetzt vom Zug. Der Zug ergänzt ja quasi auch nochmal ein bisschen hier. Ja, guck mal hier, jetzt staut sich das auch. Die Platinen, ja gut, die stauen sich noch nicht. Aber es geht, glaube ich, so jetzt. Und wenn jetzt hier oben die... Wow, wenn jetzt hier oben die Produktion für die Beschleuniger genug Platinen hat. Ah, okay, die kriegt jetzt nicht genug Grüne. Warte mal, die Grünen kommen von hier unten, genau. Da wird weggegrabt, offensichtlich. Das heißt, das ist doch nicht ausreichend, was hier kommt. Das heißt, da müssten wir nochmal den Zufluss hier, den Zufluss von hier müssten wir nochmal steigern. Das geht jetzt natürlich mit einem blauen Band noch. Ja, ihr seht, meine lieben Freunde, es gibt immer was zu steigern, ja. Und wenn es nur die Idiotie ist, die man nochmal steigern kann. Ansonsten gibt es immer was, was man steigern kann. Der Wahnsinn. Hier, gib mir mal blaues Band. Genau. Und hier auch nochmal ein blaues Band. Quatsch. Was war denn das jetzt? Hat er sich beschwert hier? Gibt's ja wohl nicht. Kann sich hier nicht beschweren. Was soll denn das? Kein elektronischer Schaltkreis. Mein Inventar ist voll. Ja, was soll ich denn da machen? Hier, ich baue jetzt noch den Artilleriegeschützturm irgendwo hin. Ich baue den jetzt nach oben. Der nervt, wenn der immer... Mein Inventar ist immer voll. Aber vielleicht da vorne an die Spitze tatsächlich. Dann kann er schön da nach oben schießen. Ich weiß nicht, ob die... Mann, ich weiß nicht, ob die Reichweite da ausreicht jetzt. Müssen wir mal gucken, aber vielleicht kriegen wir da ein paar Nester noch weggenatzt, die uns sonst ganz schön nerven würden. So. Hier. Und wir können ja wieder hier eine Anforderungskiste machen. Oder, genau, eine Anforderungskiste. So. Ah, okay, da ist der Dings nicht am Start, der Radius. Aber wo ist der Radius? Ah, okay. Da war, glaube ich. Okay, warte. Dann mach's so. Ja, genau, jetzt da ist er am Start. Dann machen wir das halt so. Na nun. Machen wir Map weg.
Und dann machen wir da den Dings hin und da einfach ein Förderband. Und dann fordern wir hier jetzt Artilleriemunition und zwar ja auch wieder 4, würde ich sagen. So. Wie? Ist nicht im Netzwerk scheinbar gerade drin. Das müssen wir gleich mal aufklären, woran das liegt, weil das bedeutet ja eigentlich, dass gerade nicht genug produziert wird, wa? Muss ich mal schauen, wo da jetzt der Engpass ist. Bestimmt irgendwie was mit Sprengstoff. Ah, ich sag ja, es gibt immer was zu optimieren und zu tun und zu lassen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn! So, was ist hier jetzt wrong? Okay, die Dinger fehlen. Warum fehlen die? Was kriegen die hier nicht? Die kriegen kein Gummi. Okay. Gummi ist zu langsam anscheinend. Wo kam das Gummi immer her bis jetzt? Ah, aus der Anbieterkiste. Dann ist jetzt die Frage, warum ist es nicht in ausreichender Menge im Netzwerk vorhanden jetzt? Und wo ist diese Anbieterkiste, wo das Gummi drin war? Fragen über Fragen. Hier am Ende gibt es ja einen Überschuss eigentlich. Ja, genau. Na, weißt du was? Nimm das. Pack das dahin, ja, genau. Dann gib mir mal hier einen Filterarm. Kann ich nicht machen. Okay, warte. Kann ich gleich machen? Wenn ich nochmal Zahnräder machen kann. Hier, Filterarm. Und dann machen wir da mal eine Anbieterkiste für den Kunststoff. Ich weiß jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht, ob das schon an einer anderen Stelle so. Was? Kann Stapel Greifarm nicht einfügen. Ach, laber doch nicht. Okay, warte, dann müssen wir das irgendwie wieder woanders hin schaffen, wo dann wieder da das am Start ist, der Wahnsinn. Lass es, mecker nicht. Hör auf zu meckern. Guck mal, genau. Wenn wir das jetzt. Hier muss doch irgendwo das jetzt am Start sein. Mann! Ich werde wahnsinnig. Hier, wirf das mal raus aus dem Inventar. Ich muss mal ein paar Sachen aus meinem Inventar jetzt entfernen lassen. Hier, ich krieg, hab so viel Zeug in meinem Inventar, ich komme gar nicht mehr klar. Hier, jetzt kann ich das auch nehmen. So, und jetzt Filterarm. Und Anbieterkiste. Passiverseits. Was? Wieso ist denn hier kein Radius? Mann! Der trägt auf. Warum zeigt er mir das auch nicht? Ah, da zeigt das mir. Ich habe nichts gesagt. Ah! Ist schon spät. So, hier jetzt. Filtern. Nee, ach, das ist doch nicht der Filter. Mann! Ich brauche doch den hier. Ist doch der Stack-Dings. Hier, jetzt, 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 jetzt. Dankeschön. Oh, mein. So, jetzt kann der nämlich wieder. Genau, jetzt fliegen sie das Zeug nämlich wieder runter. Oh, Dankeschön. Gott sei Dank. So, das ist jetzt nämlich dann der Überschuss. Der wird rübergeflogen. Dann wird nämlich auch wieder Munition für die Artillerie produziert. Das war nämlich das Problem. Oh, Mann. So ein Durcheinander, ich würde da nicht mehr durchsehen. Tja, nur das Genie beherrscht das Chaos. Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!